Hallo und einen guten Abend gewünscht. Guck mal, heute sogar fast pünktlich. Hey, hallo Chahuala. Begrüßt werde ich mit einer interessanten Aussage, und zwar: Geotastic ist tot. Wie ist das denn gemeint, Chahuala? Habe ich was verpasst in dem einen Stream, in dem ich nicht Geotastic gespielt habe gestern? Übrigens, heute der Tag nach dem großen Game of Gods Event. Keine Online-Lobbys mehr seit 13 Uhr. Zu wenig Spieler. So, erstmal hier. Liegt vielleicht einfach am Tag. Ich meine, wir haben Samstag, draußen ist schönes Wetter. Vielleicht spielt deshalb keiner. Hallo Slowbro, schön, dass du da bist. Hier, die Fall Guys Lobby, da werden wir morgen auch mit am Start sein. Ich habe überlegt, so ein, hier oben irgendwo in der Ecke oder so, so ein Follower-Goal zu machen. Weil wir sind 22 Follower von der 400 entfernt. Und die würde ich diesen Monat gerne noch voll machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Vielleicht warte ich noch bis Mitte des Monats und gucke, wie nah wir dran sind. Und Mitte des Monats überlege ich dann vielleicht nochmal, ob ich so ein Follower-Goal mache. Weil letzten Endes bringt es uns nicht wirklich was, außer dass wir wieder einen schönen 100er voll gemacht haben. Und eigentlich bin ich relativ zuversichtlich, dass wir die 400 auch ohne ein Follower-Goal noch erreichen diesen Monat. Denn wir brauchen noch 22 und wir haben diesen Monat schon 22 gemacht und das ist erst der neueste. Darum warte ich, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich diesen Schritt ergreife. Ich habe mir vorher mit meinen 1000 Accounts eine eigene Lobby gemacht. Okay. Wer hat gewonnen? Wahrscheinlich du, hä? So. Aber erstmal reinkommen. Country Streak. Let's go. Ah, ich mach die Musik für mich ein bisschen leiser. Ah, was ist das denn hier? Der Green. Hammer. Was wirft denn der jetzt für Falten? Das war mir aber so nicht. Wie kommt das denn jetzt auf einmal? Und das hier auch? Ja. Ach, was soll das denn? Ah, ein bisschen besser. Da ist es weg, da kommt das da hinten. Okay, entweder es kriselt über mir oder es kriselt da unten in der Ecke. Ich habe es ein bisschen besser bekommen, glaube ich. Keine Ahnung,
Jetzt wird es wieder schlimmer. Keine Ahnung, woran das liegt. Das ist ja richtig ärgerlich. Na, hoffen wir mal, dass es nicht zu sehr auffällt. Was, wenn ich... Oh, jetzt ist es wieder richtig schlimm geworden. Okay, wenn ich hier das Extra-Licht anmache. Komm, das geht so ja nicht. Ach, ich wollte doch nur gemütlich den Stream anmachen. Wenn ich es hier nochmal glatt streiche ein bisschen. Ist das jetzt besser oder schlimmer oder gleich? Ja, schlimmer. Ach. Nee, ja. Das ist ganz schlimm, ne? Ah, nicht schlimm, aber... Oh, nee! Nein, ich mach meinen ganzen Green kaputt. Richtig Meltdown. Oh. So lasse ich jetzt erstmal. Keine Ahnung, woran es liegt. Ah, noch kurz strecken. Heute ist ein komischer Tag, ey. Oh, jetzt. Da, noch eine Flasche umgeschmissen. Das geht ja richtig gut los heute. Hallo, Kurt. Du. Das Ding ist. Das ist jetzt komischerweise nur heute so. Aber gestern ging der Greenscreen zum Beispiel ohne Probleme. Gestern übrigens konnte ich auch hier die ganze Zeit sitzen und streamen. Und der Rücken hat überhaupt keine Probleme gemacht. Der ist heute auch irgendwie wieder ein bisschen schlechter geworden. Also heute ist irgendwie ein komischer Tag. Egal. Lassen wir uns nicht von aufhalten. Den Greenscreen versuche ich zu ignorieren, so gut ich es kann. Starten wir rein mit ein bisschen Country Streak und wir sehen Schweden. So. Ey, gefühlt habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt, aber eigentlich sind es nur, was, 4 Tage oder so? Guadalajara? Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass ich erstmal wieder reinkommen muss hier. Ach, Guatemala, da steht's. Und da fängt es nämlich schon an. Direkt nicht nach unten geguckt. Daher sollten wir es doch mittlerweile wissen, zuallererst nach unten gucken. Kenne ich, war 2 Wochen gar nicht am PC. Eieiei.
Und die ersten Games waren C, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Nach 2 Wochen Auszeit. Warst du im Urlaub oder warum warst du 2 Wochen lang nicht am PC? Kirgisistan. Sehen wir auch die Nummernschilder? Ja, Kirgisistan. Passt. Hui. So. Das hier ist jetzt das erste kniffligere, aber da ist die Flagge. Chile. Ah, Peru oder Bolivien, würde ich sagen. Wir haben ein schwarzes Auto. Demnach müsste es wohl Peru sein. Si, senor. Peru. Lag ein wenig flach. Ach, wegen Covid. Ach, was? Ey, echt seltsam, wie viele Leute jetzt auf einmal, also wie viele Leute, die ich kenne, jetzt auf einmal Covid zu kriegen scheinen. Krass. Irgendwie, die letzten Jahre lang kannte ich im Prinzip niemanden mit Covid. Und jetzt irgendwie höre ich ständig, dass es irgendwen erwischt hat. Ah ja, früher oder später wird uns wohl alle mal packen. Ja, zeig mir mein Auto von hinten, bitte. Ja, ist das jetzt gelb oder ist das jetzt weiß? Gehen wir mal hier. Nee, das ist gelb. Demnach sind wir im UK. Der könnte Thai oder Kambodschanisch sein. Wie hieß das hier, dieser... Bodenplatten sind eher ein Zeichen für Thailand oder verwechsel ich da was? Also die Flaggen sagen auf jeden Fall auch Thailand. So, eins noch, dann haben wir 10 voll. Thailand wieder? Und wir haben, was haben wir hier? Linksverkehr, dann ist es Thailand. Jo. Wir haben schon fast ein Viertel von unserem neuen Rekord erreicht. Aber man muss dazu sagen, wir hatten auch noch kein einziges Mal Osteuropa. Also, der schwere Teil steht uns noch bevor. Ich fahre nächste Woche in den Urlaub. Hoffen wir, dass ich es nicht bis dahin kriege. Yo, Slowbro, wohin soll's denn gehen? Gelber wird's nicht. Wurde in der Nacht, in der ich nach Berlin sollte, krank. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Bei mir ist es nicht Krankheit, die mir immer die Auszeit verwehrt, sondern das Wetter. Weil wir jetzt erst das ganze Wochenende durchziehen und gestern das große Event war, habe ich mir 3 Tage freigenommen. Das erste Mal in 8 Monaten, dass ich 3 Tage am Stück nicht gestreamt habe. Davor war das Wetter immer richtig Hammer. Jetzt, seit gestern, ist das Wetter richtig Hammer. Aber in diesen 3 Tagen... exklusiv in den 3 Tagen, wo ich nicht gestreamt habe, war es kaum 20 Grad und bewölkt und windig. Und das ist immer so. Es ist immer so, wirklich. Und ich habe mittlerweile wirklich angefangen drauf zu achten, weil ich mir schon denke, das kann ja nicht sein. Aber es ist tatsächlich so gut wie immer so. Die Wettergötter hassen mich einfach. Nach Bayern in die Alpen, das ist schön. Wo denn? Ich kann den Königssee auf jeden Fall sehr empfehlen. Oh. Und da sind wir, Osteuropa. Raciborsch? Keine Ahnung, könnte polnisch sein, könnte ungarisch sein. Das T kennen wir, das ist polnisch. Weiter. Japan? Ja, Japan. Gut, 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 gut. Komm. Mach die 20 voll. Italien oder Albanien? Ja, das wird dann Albanien sein. Schön. Aha, ich erwarte Kyrillisches. Wir sind nicht in der EU.
Nalania. Der ist gerade mir was zu trinken holen im Getränkeladen, weil ich hatte nichts mehr. Oh, guck mal, Maya, richtiger Gentleman, dein Finn. Der ist erstmal schön auf Versorgungstour. Nalania, bist du... Ja gut, die Frage, ob du Geotastic magst, ist wahrscheinlich ein bisschen überflüssig, weil du guckst einen Geotastic-Stream. Spielst du denn selbst schon länger oder bist du noch ganz neu, Nalania? Das ist vielleicht eine bessere Frage. So, 25. Unser Rekord ist übrigens 43. Wir haben also über die Hälfte geschafft. Guatemala. Sí, señor. Guatemala. Ganz neu. Ah, das ist sehr gut, Nalania, denn dann kann ich jetzt machen, was ich gerne mache. Und zwar Tipps geben. Nächstes Mal üben wir No-Move-Streaks, ja? Ja. Na, warum nicht? Können wir gerne machen, Kehrt. Chahuala meinte schon, heute ist es ein bisschen dünn mit den Lobbys. Wenige Spieler heute aktiv. Vielleicht machen wir das ja heute schon. Mal gucken. So, Nalania, dann versuche ich dir jetzt meine Hinweise mit auf den Weg zu geben. Und du kannst ja gucken, ob du dir von den ganzen Sachen ein bisschen was merken kannst. Am Ende ist es einfach immer die Wiederholung. Immer dieselben Fehler machen, immer wieder dieselben Dinge übersehen, sich immer wieder ärgern, bis man es irgendwann geschissen kriegt. In UIP ist generell immer dünn besetzt. UIP. Ach, Instinct Pinpointing oder was? Also Chahuala hatte auf jeden Fall Schwierigkeiten, eine Lobby zu finden heute. So, let's go. Erklärermodus. Wir haben gelbe Nummernschilder. Wir haben hier diese gestreiften Pfosten. Wir haben einen... Ja, wir haben hier Palmen und so weiter, aber man sieht schon, hier geht es relativ wüstenmäßig ab. Und ja, das habe ich erwartet. Wir haben hebräische Schrift. Und das sind alles sehr gute Hinweise auf Israel. Hier diese gestreiften Sachen sind ein sehr guter Hinweis. Im arabischen Raum gibt es gelbe Nummernschilder nur in Israel. Und Hebräisch findet man grundsätzlich nur in Israel und manchmal noch hier in Palästina. Da muss man aufpassen, das ist hier unterteilt. Ja, aber im Prinzip, wenn man Hebräisch findet und noch gelbe Nummernschilder, da kann nicht viel schief gehen. Wichtiger Tipp, Kartoffelkamera Australien, ja. Und auch USA hat oft die Kartoffelkamera und Neuseeland manchmal, aber nicht immer. So, was haben wir hier nun? Okay, einfach nochmal genau dasselbe. Hier sehen wir wieder Hebräisch und gestreifte Bordsteinkanten. Diesmal sieht es nicht ganz so wüstenmäßig aus, aber wie gesagt, Hebräisch, da ist man mit Israel eigentlich sehr gut bedient. Wir haben hier diese Längen, diese diagonal gestreiften, quasi geringelten schon fast, Pfosten. Die gibt es auf Taiwan und in Südkorea. Und das sind keine koreanischen Schriftzeichen. Daher werden wir hier auf Taiwan sein. Bei Pferdelance gewinnt gerade gegen die Dinas. Also ist schon was los in den Lobbys. Haha, C-Dog. Chahuala hat sich heute aus Verzweiflung eine eigene Lobby nur mit Accounts mit sich selbst gemacht. So verzweifelt war er, eine Lobby für sich zu finden. Herzlich willkommen, C-Dog. So. Das war Taiwan. Ja. Hier, also das ist eigentlich relativ leicht zu merken. Afrika Stangenmeter. Also man sieht schon, wir sind in Afrika. Wir haben hier dieses
irgendwie bunt bedruckte Auto, aber vor allem wichtig, hier auf den Stangen ist rechts vorne Gaffer-Tape und das ist immer Ghana. Es gibt auch rechts hinten Gaffer-Tape. Das ist whoop, La Réunion, kleine französische Insel neben Madagaskar. Aber rechts vorne Gaffer-Tape ist das sogenannte Ghana-Tape. So, Slowbro sagt's auch schon. So. Nalania, wenn ich ein bisschen zu schnell bin, sag's ruhig. So, wir sind schon auf 30. Gut, gut, gut. Komm, noch 14, dann haben wir einen neuen Rekord für uns aufgestellt. Wir sind hier auf jeden Fall irgendwo, wo es Kakteen gibt. Haben wir hier Sonnenauto? Das ist jetzt schwierig hier. Ah, sehr interessanter Baum. Aber ich würde gefühlsmäßig Europa sagen. Vielleicht Spanien oder so. Ah, was haben wir hier? Vendesi. Ja gut, das ist jetzt nicht besonders hilfreich. Es kann aber auch... Ja, schon. Ich sehe uns schon im mediterranen Mittelmeerraum auf jeden Fall. Spanien, Italien, Griechenland. So was alles. Und ich muss sagen, je mehr wir hier unterwegs sind, desto mehr denke ich an Griechenland. Aber dieses Schild da vorhin mit diesem Vendesi, das war halt nicht griechisch. Finden wir hier irgendein Schild? Oder eine Fahne vielleicht sogar? Ne? Ah, das ist jetzt das erste Mal. Komme ich hier ein bisschen ins Schwitzen? Ah, hier Casa Fernanda. Casa ist Spanisch. Ist Casa vielleicht auch Portugiesisch? Das weiß ich nicht. Darum wäre ein Nummernschild vielleicht ganz gut. Denn Portugiesen haben eigene Nummernschilder. Auf der einen Seite vom Nummernschild dieser blaue, das blaue EU-Dingen. Und auf der anderen Seite vom Nummernschild haben die noch so einen gelben Streifen. Aber hier scheinen nicht besonders viele Autos unterwegs zu sein, muss man sagen. Daher würde ich... Oh, was haben wir hier? Ach, ganz falsch! Guck mal, es ist Italien und nicht Spanien. Habe ich gar nicht daran gedacht, dass Casa vielleicht auch im italienischen Haus bedeutet. Guck mal, da hätten wir jetzt fast verkackt. Oh, ich würde eher sagen... Chinesisch als Japanisch. Ja. Die Taxis haben jetzt nicht die klassischen Hongkong-Farben. Der Dr. Fung. Fung ist auch auf jeden Fall chinesisch. Ich würde sagen, das ist Macau. Einfach, es ist chinesisch. Es sieht nicht aus wie Taiwan. Und die typischen Hongkong-Clues fehlen. Und dann bleibt eigentlich nur noch Macau. Oder ist es vielleicht doch Taiwan? Da! Okay, ich habe schon wieder Quatsch geredet. Es war Taiwan. Oh, ja, ja. Yo, Slowbro, das ist Bohemian Rhapsody in einer klassischen Orchesterversion. So, hier haben wir wieder Hebräisch. Und da sind wir wieder in meinem Hassgebiet, Osteuropa, okay. Veliki Rastovac, oder Rastovac. Novo Petrovo. Das ist, glaube ich, eher katholisch als orthodox. Ach, Osteuropa ist wie ich immer
immer ein Kramp. Novo Petrovo. Komm, gib mir hier mal. Gib mir mal was. Also wir haben nicht Kyrillisch. Damit können wir ja schon mal einiges ausschließen eigentlich. Dann gehen wir hier noch... Oh, hier auf dem LKW. Was steht denn da Schönes? Das hilft mir ehrlich gesagt nicht. Ja, da ist wieder Novo Petrovo. Gut, gucken wir uns hier. Was ist das hier? Ein Friedhof. Okay, überlegen. Kyrillische Länder fliegen schon mal raus. Russland ist raus, Ukraine ist raus. Bulgarien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, alles raus. Bosnien gibt's nicht. Rumänien wäre noch drin. Slowakei, Tschechien. Ungarn, weiß ich nicht, passt die Sprache eigentlich nicht. Slowenien spüre ich hier irgendwie nicht. Kroatien. Ich würde schwanken zwischen Rumänien, da wobei Novo Petrovo. Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Geschichte hier. Ein dicker Mähdrescher. Oh Mann. Ist hier unsere Streak zu Ende, oder was? Mist. Nur 33. Mann. 10 richtige Guesses von unserem Rekord entfernt. Ärgerlich. Ja, sad. Auch von der melancholischen Musik untermalt. Versuchen wir jetzt auch mal die No-Move, von Kehrt angeregt No-Move-Country-Streak. Das wird schwierig. Im Prinzip dasselbe, nur dass wir uns nicht bewegen dürfen. Gut, hier startet das erstmal relativ gnädig mit geblurrten Häusern. Das ist typisch für Deutschland. Über 30 ist doch gut. Ich versuche mich immer mal wieder am Streak in meiner Beachmap und komme meist nur so bis 20. Na gut, deine Beachmap ist ja auch nochmal was, ist ja noch mal was anderes. Da war ich, glaube ich, auch ganz gut, als wir die gespielt haben, ne? Ich weiß noch, einmal habe ich, glaube ich, Woody gesehen, wie er Country Streak gespielt hat. Und der war da irgendwo in den 80ern. Und das war, da dachte ich mir so, ach nö, komm. Und ich struggle, um überhaupt mal auf 40 zu kommen. Das hat meinen Anspruch an meine eigene Leistung damals erhöht. Kyrillisch. Mehr Kyrillisch. Blonder Typ. Rötliches Auto? Sieht ein bisschen rot aus. Jo. Freut mich, dass es sehr spannend und lehrreich für dich ist, Nalania. Hier war es, das Auto hatte so einen leichten Rotstich. Und ein rotes Auto in Osteuropa ist Ukraine. Aber man muss aufpassen, die Ukraine hat nicht immer ein rotes Auto. Also, rotes Auto, immer Ukraine, aber Ukraine nicht immer rotes Auto. Das ist koreanisch, gut zu erkennen hier an diesen mittelgroßen Kreisen, nenne ich die.
Mittelgroß nenne ich die, weil die Schrift in Thailand hat kleine Kreise. So, hier erkennt man es ein bisschen. Und die Schrift in Laos sind im Prinzip nur große Kreise. Ah, sieht man hier jetzt nicht, weil da alles auf Lateinisch ist. Ah, hier mittelgroße Kreise, das ist Korea. Und dann natürlich Südkorea. Weiter. So, Hebräisch, no problemo. Ah, nicht gut zu erkennen. Fast geblurrt. Oh! Okay. Wir haben den schwarzen Pickup. Anchorage View. Okay, ja. Schwarzer Pickup. Haben wir hier Rechtsverkehr? Sieht eher nach Linksverkehr aus, ne? Also den schwarzen Pickup gibt es nördlich von Neuseeland. Hier auf amerikanisch Samoa. Hier unten. Aber ich glaube auch auf den Bermudas. Und jetzt ist man natürlich... Anchorage ist eine Stadt in Alaska. Das heißt, das wäre was Amerikanisches. Aber wir haben hier eventuell Linksverkehr. Oder er fährt einfach nur auf der falschen Straßenseite. Das wäre dann Bermudas. Tja, sieht das jetzt pazifisch oder karibisch aus? Tja, das ist eine schwierige Nummer hier. Anchorage View. Ich sag Bermudas. Och, gut, richtig entschieden. Das war aber knapp. Ah, hier. Blau-gelbe Straßenschilder. Mittellange, kurze Außenbahnmarkierung. Wir haben Tannen. Easy Schweden. Omoje, ah ja. Ah, das hier ist das Follow Car. Das fährt fast immer in Nigeria hinter dem Google-Auto her. Das ist relativ wichtig zu wissen, denn Nigeria ist eins der wenigen Länder nördlich vom Äquator in Afrika, wo du das Land nicht direkt an der Stange erkennen kannst. Das sind nur Nigeria und Uganda. Gut, wir haben sehr viele Üs. Da sagen wir direkt mal Türkei. Tja, das hätte ich jetzt gern gelesen, ehrlich gesagt. Die Bollards hier. Die Leitpfosten. Die sind schmal und hoch. Rechts haben die einen Streifen und links haben die zwei Punkte. Wir sind auf jeden Fall im Baltikum. Also Estland, Lettland oder Litauen. Eins davon wird es sein. Wir haben aber nur einen Versuch und die Sprache können wir nicht wirklich erkennen. Wir sehen, hier ist irgendwie irgendein Sonderzeichen oben drüber. Das könnte so ein durchgezogener Strich sein. Und das gibt es. Da hier, über dem N hier, sowas vielleicht. Baltische Bollards ist aber... Bringe ich aber immer durcheinander. Ja, also... Soweit es mich betrifft, haben wir eine 33% Chance, hier jetzt das richtige Land zu tippen. Estland. Ah.
Hey Norabilis, wie geht's, wie steht's? Wie läuft's mit deiner Hacker-Challenge? Bist du da immer noch dran? Oder ist die schon vorbei? Ich erkenne am rechten eine Nummer am Bollard, aber nicht eindeutig. Ach, dann war die Nummer wirklich... Ach, da haben die Bollards Nummern, oder was? Bin jetzt recht gut dabei. Ah, freut mich, Norabilis. Hau rein, du machst das. Zweifel an den letzten zwei Aufgaben. Ach. Das kriegst du locker hin. Du bist doch krass. Oh, Nalania. Jetzt interessant, vorhin hatten wir ja das Tape rechts vorne. Und jetzt haben wir hier das Tape rechts hinten. Außerdem haben wir es hier französisch. Und es ist eine schöne warme Insel. Aber die letzten beiden Sachen sind relativ unwichtig, denn wenn du rechts hinten an den Stangen das Tape hast, dann weißt du La Réunion. Hier einmal halt, wie das Land aussieht, aber vor allem hier diese Leitpfosten, diese gelben, oben angewinkelten, kurzen Stangen, die sind sehr typisch für Finnland. Außerdem halt diese flache Landschaft mit diesen felsigen Hügeln da überall. Da erkennt man Island auch gut ohne die Sprache. Schön. Aha. Aha. Gut, alles unscharf, kann man nichts lesen. Also, was sehe ich? Ich sehe hier so einen blauen EU-Stecker am Nummernschild. Ich sehe, dass die Nummernschilder vorne und hinten weiß sind. So, hier vorne weiß, hier hinten weiß. Und ich sehe hier so ein leicht, so eine englische Reihenhausarchitektur, will ich es mal nennen. Und das ist jetzt wichtig zu wissen. In England sind die Nummernschilder vorne weiß, aber hinten gelb. Das heißt, wenn die auf beiden Seiten weiß sind, aber es sieht britisch aus, dann wird es wahrscheinlich Irland sein. Jo. Habe ich Finnland gemeint? Ups, nee. Ich meinte Island. Die Frage ist halt gerade, Tryharder oder Rabbit Hole? Ja, Norabilis, da kann ich dir schlecht Tipps geben. In Lettland haben einige Bollards Nummern. Ah, da versuche ich mal drauf zu achten. Mal gucken, ob wir heute noch Lettland kriegen können. Weiter. Ja gut, das ist jetzt natürlich ungünstig. Uff. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Europa oder Südamerika ist. Ich würde gefühlt, glaube ich, Südamerika sagen. Demnach wären das hier die Anden. Problem ist, wir sehen das Auto nicht. In Chile, Bolivien und Peru könnte man das Auto erkennen. Oh, Kehrt! Oh, Kehrt hat sein Prime-Abo dagelassen. Vielen, vielen Dank für den Support und den Prime-Sub, Kehrt. Dankeschön. Du wirst auf jeden Fall am Ende des Streams in den Credits mit aufgeführt werden und vorgelesen werden. Und du hast jetzt Zugriff auf unsere schicken, von der Community in Gartic Phone gemalten Emotes. Vielen Dank und viel Spaß dir. So. Und jetzt wieder hier back in the game. Also in Ecuador sieht man das Auto nicht, in Kolumbien sieht man das Auto nicht, in Brasilien auch nicht, in Mexiko aber auch nicht. Natürlich zuerst das Clown-Emote. Vielleicht sind es nicht die Anden, vielleicht ist es wirklich Mexiko. Oder es ist halt wirklich Europa, aber nee.
Oder doch. Ah. Mexiko, Kolumbien oder Ecuador? Ja, diese komische Steinwand hier. Ich meine, Ecuador ist eigentlich. Ja, die sind eigentlich alle relativ grün. Aber je mehr man halt nach oben geht, desto karger wird es auch irgendwann. Zeig mal alles, wir machen das. Nee, wir haben keine Stangen. Und auch keine. Ja, wir haben keine Antenne. Dann kann es eigentlich. Dann ist es gar nicht Südamerika oder was? Ja, das macht es ja noch viel schlimmer. Dann ist es ja Europa. Dann wäre es der Balkan. Und da ist natürlich. Oh, so viele Länder. Was? Die Antenne sieht man nicht mehr? Keine Ahnung. Ich sag dann. Kolumbien. Ah, es wäre Mexiko gewesen. Ach, fies. Eieiei. Von den Zäunen her wäre ich bei Kolumbien oder Mexiko. Gut, also genau das Falsche genommen. Ärgerlich. Ja, ich glaube. Für No Move bin ich vielleicht noch nicht gut genug. Wir versuchen es noch einmal im Free-Modus auf die 43 zu kommen. Und danach gehen wir ins Ranked. Dann haben wir uns, glaube ich, genug eingespielt für heute. Ah, Thailand oder Kambodscha? Hier die Schrift. Es sieht aus wie die Schrift von Thailand, aber ist sehr eckig und zackig. Demnach würde ich sehr wohl sagen, Kambodscha. Kambodscha! Hm. Na, wo sind wir hier wohl? Diese Flagge habe ich ja noch nie gesehen. So, was haben wir hier? Ein gelbes Nummernschild. Guck mal. Palmer Street. Wir haben Linksverkehr. Ich würde aber nicht sagen Australien, sondern eher Neuseeland, gefühlt. Harvey Home, Timber and Hardware, bla bla bla. Na gut, ist halt alles Englisch. Barbecues. Aber ob es jetzt Australien oder Neuseeland ist, das ist halt vor allem so ein Gefühl-Ding, einfach der Vibe. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, da stand was auf Englisch, da lassen wir uns aber nicht irritieren. Auf Spanisch meine ich. Ja, hier ist ein englisches Land mit Linksverkehr. Stop on Red Signal. Gab es nicht irgendeinen Tipp mit Stoppschildern? Ich würde, glaube ich, bei Neuseeland bleiben. Ja, komm, was soll's, riskieren wir es. Und das war falsch. Sehr schön. Sind wir ja weit gekommen. Come on, ab ins Ranked. Geht's. Na gut, ist ja ziemlich voll hier. Wie viele Leute sind gerade da? Okay, insgesamt 8 Spieler. Das heißt, wir müssen einfach warten, bis ein paar aus der alten anderen Lobby rausfliegen. Dann nehmen wir uns doch mal die Zeit und gucken. Wo sind wir? Ja, wir haben 2 Tage lang oder so nicht gespielt. Nee, 5 Tage lang nicht gespielt. Zack, sind wir nur noch auf Platz 48. Und hier sogar auf 77. Man muss einfach am Ball bleiben. Nur so zur Info, Finn konnte erstmal in die Streams, weil er hatte eben noch ein Fußballspiel. Das für ihn aber nicht so lange ging nach den Getränke holen, weil er noch bei dem Fußballspiel wurde gefoult und hat jetzt wahrscheinlich einen Muskelfaserriss. Eieiei. Oje, Finn wurde beim Fußball verletzt. Da hoffen wir mal, dass das nicht...
nicht allzu langwierig wird und schnell wieder verheilt. Das Wasser wird heute wieder schnell geleert. Könnte auch daran liegen, dass ich die eine Flasche eben aus Versehen umgeschmissen habe. Hier im Discord. Ja gut, das betrifft uns alles nicht. So. Oh shit, es geht schon direkt los. Holy moly, kurz nicht aufgepasst. Let's go. Ocean View Drive. Hm? Ja, wir haben ja diesen typischen gelben Schulbus, ne? Das wird USA oder Kanada sein. Und es war Kanada. Ah, Schweiz und Island, Finnland. Ah, die Leute sind in Skandinavien. Wegen der Umgebung hier ist auf jeden Fall verständlich. Ah, Leute, die gelben Schulbusse, die kennt man doch, oder? Die haben die da oben. Oh, Geography Cat, das ist ein lustiger Name. Palais ist am Start und kehrt. Die anderen kenne ich nicht. Linksverkehr. Ist das Irland hier? Vielleicht ist es auch. Ja, es ist Irland. Hier wieder hilfreich, vorne weißes Nummernschild. Nee, guck mal, ich habe gar kein Auto von hinten gesehen. Upsi. Hätte also auch England sein können. Ha, wir haben uns richtig entschieden. Boah, jetzt hat die Musik außerdem richtig laut gemacht bei mir. So ist angenehmer. Ikea-Land. Hallo Symphony, schön, dass du auch da bist. Und Chahuala hat es im Ranking wieder auf die 1 geschafft. Glückwunsch. Endlich wieder da, wo wir dich kennen. Ich würde gern Palais besiegen. Das ist, glaube ich, mein Ziel für diese Lobby. Am Ende Palais rauskicken. Das ist kambodschanisch, die Schrift. Hier, das. Wie gesagt, wie Thai, nur sehr zackig und eckig. Jo. Ah, Palais ist aber diese Season wirklich so stark. Viel stärker als letzte Season, auf jeden Fall. Ey. Guatemala. Südamerika, Stangen auf dem Auto. Das Auto selbst ist Silber. Das ist Guatemala. Ja, da ist auch keiner rausgeflogen. Das wussten sie alle. Awu. Dasselbe. Oh shit, okay. Wir sind nämlich nicht in Südamerika, sondern in Asien. Und da heißt graues Auto mit Stangen nicht Guatemala, sondern Kirgistan. Da war ich ein bisschen vorschnell. Hätte mich hier den Hals kosten können. Stattdessen hat aber Tom the Real erwischt. Haben wir ein bisschen Glück gehabt. Das ist Åland, eine kleine schwedisch-finnische Insel. Zu erkennen an dem leicht rötlichen Asphalt.
Ansonsten ist hier alles halt typisch schwedisch. Oh! Und es war nicht Holland, sondern Schweden selbst. Guck mal. Jetzt habe ich mich schon zweimal fast rausgekickt hier. Chili Freaky dachte zum Glück auch, es wäre Holland und war genauso überrascht wie ich. Jetzt wird es aber knapp. Was ist das hier? Weißes Auto? Bolivien? Chile? Wow. Südamerika und ein weißes Auto. Hier sieht man es. Ist Bolivien oder Chile? Chile muss man aufpassen. Die haben ein weißes und ein schwarzes Auto. Und unser Ziel, Palais besiegen, wurde erreicht. So kehrt. Jetzt sind es nur noch wir beiden. Oh, Baltikum. So eine Scheiße. Nein, es ist Litauen. Oh, Mann. Hier habe ich es eben gesehen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Kehrt. Sehr gut. Und ich habe es eben, als ich mich umgedreht und in die andere Richtung gesehen habe, da habe ich es gesehen. Also ganz zum Schluss wusste ich es dann. Und ich wusste, ich habe mich einfach falsch entschieden. Denn ich habe Lettland gesagt. Und wenn wir da mal reinspringen... Ui. Ah, das ist kein gutes Beispiel. Suchen wir uns hier was anderes. Hier so. Komm jetzt. Gib mir mal ein paar Leitpfosten hier. Hier, die sind... Moment, sind das die typischen? Jetzt bin ich ja doppelt verwirrt hier. Ach so, ich bin die ganze Zeit in Litauen. Moment mal hier. Nee, Lettland. So. Gut, das ist nicht mal ein Straßenfootage. Jetzt lass mich hier doch nicht so dumm dastehen. Und hier gibt es wieder keine Bollards. Google Maps, bitte. Ich will doch nur was demonstrieren. So, vielen Dank, so. Jetzt sieht man es nicht, weil... Muss ich hier wirklich mitten in den Stau reingeraten? Das ist einfach maximal unglücklich jetzt. So, da war's. Moment. Hier! Rechts, weißer Strich. Links, zwei weiße Punkte. Und in Litauen, und das weiß ich eigentlich sogar. Gut, hier haben wir wieder keine Bollards. Gehen wir. Jetzt kommt hier so eine Meldung rein. Komm, hau ab. Ab! So, danke. Hier, rechts gelb und links weiß. Und ich habe mich eben umgedreht. Und da habe ich halt diese farbigen Bollards gesehen und da wusste ich, ich habe mich für das falsche Land entschieden. Das hat wehgetan. Oh, jetzt erklärt, aber den Bollard gibt es in allen drei Ländern. Okay, also das ganze langwierige Demonstrieren gerade, alles umsonst. Alles klar, Chahuala, bis in einer halben Stunde. Die eckigeren sind aber selten. Nein, verschiedene Arten von Bollards. Bei Palais verliert man 28.000 Punkte im Ultra Instinct Pinpointing. Oh, alter Schwede. Warten. So, hier ist auf jeden Fall Chahuala auf der 1, Broken auf der 2, TXK auf der 3. Und Palais auf der 8. Das heißt, ich habe heute auf jeden Fall schon mal Platz 8 platt gemacht. So, und Kehrt, wo bist du hier? Ah, C-Dog 28, sehr gut. Bei Piegas 38.
Dabei kann, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal gegen Pegas verloren habe. Trotzdem ist er da super weit vor mir. Und wir haben nur einen Platz gut gemacht. Ach, das ist so zäh in den oberen Plätzen immer. Ich spiele das nie, weil das immer so lange dauert. Ja. Hab in 3 Games 50 Plätze gemacht heute. Ja, wollte ich einfach Schmutz. Ja, am Anfang, das geht so richtig schön schnell. Das vermisse ich richtig. Man kann an einem Tag irgendwie ein paar hundert Plätze gut machen am Anfang. Aber sobald du in den Top 50 bist oder so, oh, das dauert so lange. Teilweise holst du die goldene Gans und machst nur einen Platz gut. Das ist richtig, richtig zäh irgendwann. Ja, man kriegt nur noch so wenig. Übrigens, kurze Info. Ab 21.30 Uhr, also in anderthalb Stunden, geht's hier weiter mit Project Zomboid. Warte, falsch gedrückt. Hier ist es. Und ich freue mich richtig. Das letzte Mal, dass wir aufgehört haben, war an einer super spannenden Stelle. Mit einem ziemlich krassen Charakter. Und ich will ganz ehrlich sein. Ich glaube nicht, dass ich verkraften kann, wenn unser Charakter stirbt. Der ist mir so ans Herz gewachsen. Ich glaube, wenn der Charakter heute stirbt, dann höre ich einfach auf mit dem Stream heute. Aber er wird wahrscheinlich sterben. Ich sollte mich eigentlich emotional schon mal darauf vorbereiten. Ey, Kert, wer ist denn dieser Country Battle Master? Der rote Rank, meinst du? Ah. Ja, ja. So. Ja, komm, diesmal wird es aber sein, oder? Ja, Guatemala. Guacamole. Yes, yes, yes. Oi, Piegas ist am Start. Eben noch von ihm geredet. Chili Freaky ist wieder da. Der war in der letzten Lobby. Und die anderen kenne ich nicht. Aber Mina Colada hat einen guten Namen. Mina Colada. Aber Mina Colada jetzt erstmal richtig im Risiko rauszufliegen hier. Und ja, das ist so eine Sache, wenn man das Land jetzt noch nicht hat, dann kennt man die Meta mit dem Auto nicht. Und dann ist es, glaube ich, extrem schwer, einfach zufällig auf Guatemala zu kommen. Da bin ich mir fast schon sicher, dass die jetzt alle drei rausfliegen. Weil Guatemala ist jetzt, wenn man es jetzt nicht weiß, welches Land es ist, und von all denen jetzt zufällig Guatemala zu tippen, das ist sehr unwahrscheinlich. Also, schon mal ein gutes Drittel aus der Lobby raus jetzt. Jupp. Und wir sind in den Top 6. Ja, für Leute, die Meta nicht kennen, extrem schwer. Genauso wie Kirgistan oder so. Der Coop. Das ist doch holländisch. Wir haben ja auch so einen schicken Fahrradweg. Komm ran hier. Oh, keine gelben Nummernschilder. Nein, belgisches Nummernschild. Da. Und das ist so oft einfach zu früh festgelegt. Dra ist rausgeflogen. Oh, von Chahuadas Hotspurs. Gut, dass Chahuada jetzt nicht hier ist, um das zu sehen. Oh. Das könnte Baltikum sein. Nee, das ist Kyrillisch. Ich sag
nochmal Russland. Sie ist in Jahr. Russland. Und Hexe ist weg. Finn, Jalkov, Shidif Wiki und Piega sind noch am Start. Top 4. Gut, das ist halt Spanisch. Oh, wait. Okay, Ecuador ist raus. Dann können wir jetzt anfangen zu guessen. Kolumbien, Mexiko. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Brasilien? Nee, oder? Reduska? Na gut, dann ist es vielleicht doch Portugiesisch, oder? Nee, wir sind raus! Oh, was war's denn dann? Hä? Puerto Rico! Oh, und wir haben Punkte verloren. Oh, leck mich doch am Zuckerli. Nee, und da sind wir wieder auf der 48. Direkt wieder rausgekickt. Oh, Puerto Rico. Lang. Gut, lange Antenne, okay, aber keine Frontplates weiß ich eigentlich sogar. Keine Frontplates weiß ich eigentlich sogar. Gut, damit ist alles, was wir uns in der letzten Runde erspielt haben, wieder weg. Schön, schön. Na gut, aber ist ja halb so wild. Wir haben keinen wirklichen Verlust gemacht. Wir sind quasi wieder auf dem Nullpunkt. Jetzt nur nicht nochmal verlieren, denn dann haben wir so eine einen Schritt nach vorne und zwei nach hinten Situation. Und die möchten wir eigentlich ganz gerne vermeiden. Haben wir irgendein Emote, das meine Emotionen ausdrückt? Nicht wirklich, keine Ahnung. Ich versuche auch nur die Zeit rumzukriegen, bis die nächste Lobby startet. Hab das Gefühl, man wird hier mega bestraft, wenn man früh rausfliegt. Auf jeden Fall. Slowbro vielleicht. Noch nicht ganz. Aber wenn wir nochmal verlieren, dann trifft es das. Am Anfang geht's noch, Cap. Aber irgendwann, so ab den Top 45 oder so, musst du, glaube ich, schon Zweiter werden. Ansonsten gibt's Minuspunkte. So, am Anfang kann man auch noch Vierter oder Fünfter werden. Aber ab einem gewissen Punkt wirst du halt schon bestraft, wenn du Dritter wirst. Und das ist halt echt hart. Ich bin am Anfang der Season einmal rausgeflogen am Anfang, weil die Leertaste geklemmt hat. Eieiei. Und ich bin von Silber 1 auf Bronze 1. Boah. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Das kann ich verstehen. Oder auch wenn du irgendwie, du holst dreimal die goldene Gans, aber wenn du einmal Vierter wirst, ist alles wieder weg. Einmal Vierter werden ist genauso viel wert wie dreimal die goldene Gans. Und das sind auch so die Momente, wo ich mir denke, ja, Alter, Edu, muss das wirklich so hart sein? So, da sind wir wieder. Balkan-Schilde. Komm, zeig mir mal das Schild hier vorne. Hier, dieses Farbschema, Rot-Gelb, das gibt's vor allem in Schweden und Finnland, aber hier im Balkan, in Nordmazedonien und Griechenland. Darum bin ich auch hier, zack,
in Richtung dieses Schilds. Weil, dass da jetzt nichts draufsteht, war mir klar. Aber ich wollte sehen, welche Farben das hat. Denn wenn das einfach normal weiß-rot gewesen wäre, dann wäre das schwierig geworden. Ja, Kasachstan ist nicht im Spiel. Polen. Naja, nee. Ja, Chile kann ich verstehen, wenn man Südamerika nicht erkennt. Argentinien, ja. Mongolei würde ich hier gar nicht sehen eigentlich. So, Piega ist wieder da. Seadog ist mit drin. Shitty Freaky ist wieder da. Hier, der mit dem lustigen Tier, der war auch schon zweimal mit dabei. Und weiter. Hier sehen wir diese schwarz-gelb gestreiften Geschichten. Darum sage ich mal Taiwan. Es sieht nicht aus wie Südkorea. Das ist hier gar nicht trostlos und grau. Das ist Englisch. Relativ dunkle Haut hier, der Typ auch. Die sehen eher aus, als wäre es hier Sri Lanka oder vielleicht sogar Afrika. Momentchen mal. Wo sind das Gastarbeiter? Ist das vielleicht Singapur? Ist das vielleicht eine hässliche Ecke von Singapur? Yo! Okay, gut. Das war knifflig. Itlche and build up. Genau meine Worte, die ich gedacht habe. Vielleicht hässliches Singapur. Ja, das fällt aber wirklich auf, weil Singapur ist eigentlich sehr schön, also fürs Auge zumindest. Hier stand irgendwie Bursuk oder sowas, irgendwas. Ja, da. Bursuk, irgendwas. Letztens habe ich erst gelernt, dass Singapur ein richtiger Polizeistaat ist. Das wusste ich gar nicht. Irgendwie dachte ich immer, Singapur wäre einfach eine normale Demokratie. Aber das ist da tatsächlich ein ziemlich heftiger Polizeistaat. Oi, Cat hat jetzt 30 Games diese Season. Oh, Slowbro notiert sich schon mal. Die Reiseziele für die Zukunft mal kurz abgeändert. Seadog, Pegas und Chili Freaky. Die Top 4. Komm, in die Top 3 komme ich ja wohl. Was ist das hier? Schon wieder Puerto Rico? Ne, hier haben wir Frontplates. Das ist also eine Inselgeschichte hier, Alter. Da ist Guam? Nee. Oh, hier gibt es ja keine Frontplates. Ja, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt Puerto Rico oder nicht? Nee, ist es nicht. Mann, ein schöner Guess. Ja, die haben auch nicht irgendeinen Pickup. Nee, Piegas hat's raus. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ist das Linksverkehr? Oh, ich kenn's nicht wirklich. Was ist das denn hier? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Hä? Neuseeland. Fuck,
King Nordmarian. Vierter geworden und schon wieder Punkte verloren. Einmal gewonnen, zweimal verloren. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Die dummen Nordmariannen, ey. Wo ist meine Some Random Stuff-Seite? Gibt's da überhaupt Tipps für die Nordmariannen? Oh, ich habe sogar an Guam gedacht. Und die Nordmariannen sind halt genau über Guam. Oh, Chawala wäre richtig sauer. Gut, dass der nicht da ist. Da, Nordmariannen. Lange Antenne. Und Frontplates. Sehr kleine Nummernschilder. Alter, so eine Inseloptik. So sehen da die Highway-Schilder aus. Und US-amerikanische Speed-Limit-Schilder, okay. Und Guam dagegen hat dieselbe Antenne. Aber Guam hat so eine Mini-Stange dran. Ach guck mal, die wird hier überhaupt nicht gefeatured. Ja, lustig. Okay, also Nordmarian, Guam ohne Stangen oder sowas. Ach man, mies. Mies. Jo, die Nordmarianen gibt's. Diese lange Antenne rechts hinten am Auto ist Guam, Puerto Rico und Marianen. Okay. Gut. Das ist gut zu wissen. Denn Puerto Rico und Guam kann man dann ausschließen durch Frontplates und die Mini-Stange. Und dann weiß man, dass es die Marianen sind. Das ist gut. Drei verschiedene Autos sehen aber ähnlich aus. Eine Guam-Antenne ist anders platziert. Ja gut, aber einfach zu wissen, dass Guam diese Mini-Stange hat, reicht ja schon. Okay. Aber die Buchführung sagt, ein Sieg, zwei Niederlagen. Das können wir so natürlich nicht stehen lassen. Wir müssen daraus natürlich einen Sieg und drei Niederlagen machen. Was ist das hier? Tunesien? Nee, Emirate. So. Was? Dann ist es doch Tunesien. Und es geht schon wieder direkt genauso scheiße weiter. Ist das Auto nicht weiß? Doch, das Auto ist doch weiß. Ja, holy shit. Da muss... Gibt's ein neues Auto für Jordanien? War es eine Spiegelung oder? Das war doch weiß. Erzähl mir doch nichts. Hä? Es wird ja immer wilder. So, das ist aber Chile. Das Auto erkennen wir bitte. Hier mit dem schwarzen Streifen. Das ist irgendwo hoch in den Anden. Hier haben wir auch das typische chilenische Schild. Ja, da lasse ich mir nichts vormachen. Hab's nicht gesehen, ja, dachte ich auch, Jordanien immer schwarz. Ah, das Auto sah sehr weiß aus. Mann. Erst ändern die in Portugal ihre Nummernschilder, dann gibt's Montenegro-Footage ohne Rift. Dann gibt's, was war da noch? Argentinien ohne schwarzes Auto. Und jetzt noch weißes Jordanien, oder was? Das wird ja immer verrückter einfach nur. Sieht man durch die Sonne, man sieht durch die Sonne manchmal anders aus. Ja, dann war es wahrscheinlich das. Okay. So,
Hier weiße Nummernschilder, auf der Rückseite gelb. England, danke. So, wir sind wieder in Top 4. Wir haben festgestellt, wir müssen, glaube ich, mindestens Dritter werden, um Punkte zu kriegen. Wenn wir Vierter werden, verlieren wir Punkte. Versuchen wir einfach, Erster zu werden. Das habe ich vorhin schon erzählt. Links blau, rechts gelb, das sind portugiesische Nummernschilder. Portugies. Si, si, Portugies. Und wenn ich mir das so angucke, kriege ich eine gute Hoffnung, dass wir vielleicht wirklich Erster werden. Wir können die Punkte wirklich gebrauchen. So, Oli Boizun, Ciliara. Zeigt, was er könnt. Oder besser nicht, damit ich Erster werde. Oli hat es noch geschafft. Ciliara ist raus. Top 3. Erstmal Bolivien sagen. Aber wir haben auch keine. Was? Taluk. Oh, nee, wir sind auf der ganz anderen Seite der Welt. Hier sind wir. So, was ist das hier? Taluk Balai. Das klingt sehr indonesisch-malaiisch. Die beiden Sprachen sehr schwer zu unterscheiden. Darum ist es meistens dann eine 50-50-Geschichte. Ob ich die wirklich unterscheiden kann, ist eher so, wenn, dann liegt es wirklich an einzelnen wenigen Worten. Aber ich scheine die mit meinem Bolivien ganz schön in die falsche Richtung gelockt zu haben, unbeabsichtigt. Die haben jetzt hier Brasilien, Kolumbien und Ecuador getippt. Guck mal, dann war mein Bolivien-Guess ja vielleicht doch nicht komplett verschwendet. Kann ich hier ein bisschen intrigant agieren. Und das sieht gut für uns aus. Oh, Peru. Beide haben vielleicht noch einen Guess. Und das war's. Das ist die goldene Gans. Wir haben wieder mehr als die Hälfte hier für, keine Ahnung, Gold 2 oder was auch immer wir dann kriegen, geschafft. Oder kriegen wir dann schon den hier? Ach, keine Ahnung. Kein Schimmer. Da. So, zeig her. Nur ein Platz gut gemacht mit einer goldenen Gans, Mann. Oh, es ist so schleppend. Ja, danke für den Applaus, Slowbro. Wir gehen direkt wieder rein. War halt auch keine schwere Lobby so. Da waren jetzt nicht die krassen Schwitzer mit drin. Kein Piegas, kein Palais, Sea-Dog, Pferd, alle nicht da. Hier ist wieder dieser Freaky Chili-Typi. An den erinnere ich mich. Oh. Okay, gut. Los, mach den Stern. Nee, okay, dann mache ich den Stern. Nein, nein, fuck. Oh. Ah, da werde ich wütend angeschnattert. So. Jetzt machst du den Stern. So, jetzt kriegen wir es hin. Jetzt kriegen wir es hin. Schön. Das erste Mal, dass das so gut klappt. Auch wenn es am Anfang vielleicht ein paar Problemchen gab. Wunderbar. Oh, so sauber hat das noch nie funktioniert. Sehr schön. So. Palais dauernd in meiner Lobby.
Kehrt. Tut mir leid zu hören. Ja, er freut sich auch richtig. Hui. Oh, was ist das denn? Geobag? Das ist aber neu. So, eine Minute noch. Eine Minute bis zur nächsten Runde. Mein Wasser ist schon fast komplett aufgebraucht. Dabei muss das eigentlich noch für eine Stunde reichen. Ich bin jetzt schon von 170 auf 82 heute. Jo. Guck mal, Kehrt, immer weiter. Nicht mehr lange, dann bist du auch in dem Bereich, wo es noch sehr langsam geht. Aber du machst auf jeden Fall richtig Strecke. Oh, Baltikum. Aber welches Land? Wir sehen keine Bollards, also gar keine. Ja, keine Ahnung. Estland? Nice, direkt richtig, sehr schön. Oh, Kehrt, wir sind in derselben. So, Chili Freaky. Und Mina Colada ist wieder da. Sieht aber gerade schlecht aus für sie. Komm, Mina, do it. Und Mina Colada hat es noch geschafft. Ja, Jasmin von Aladdin, ha? Huh? Ah, 420 Highway. Brasil oder Mexiko? Beides nicht. Und da sind wir wieder in der Scheiße. Oh, ich bin so dumm, ey. Guck doch auf die Nummernschilder. Italien oder was? Nee, aber hier... Darum schon. Hä? Was sind das hier alles für Nummernschilder? Das sind auch argentinische Nummernschilder, oder nicht? Ich sag jetzt einfach Argentinien. Okay, gut. Ah, da waren 30 verschiedene Nummernschilder von verschiedenen Ländern. Was war das denn? Da ist ein Bus Italia Palermo. Ja, wirklich. Einfach italienische Nummernschilder überall. Ich denke so, hä? Und das Auto war auch nicht schwarz. So, das ist was Leichtes. Also, Mina Colada auf jeden Fall keine Schande, dass sie in der Runde gerade rausgeflogen ist. Das war ja super verwirrend einfach nur. Top 5. Oh, das ist doch das Land ohne Hausnummern. Don't tell me I'm wrong. Ich weiß, dass das ist. Komm. Ja, Malta, Malta. Da, Chili Freaky und Kehrt. Oh, Wacken. Ich fürchte, du musst jetzt gehen. Nee, Norwegen, ne? Norwegen, doch, 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 doch. Das ist Norwegen und nicht Schweden. Sieh. Die Länge der Außenbahnmarkierung war es. Die sind länger als in Schweden. Quack. Ha,
Bangladesch. Sehr leicht zu erkennen die Schrift an der durchgezogenen Linie oben. Außerdem haben wir das bunte Auto und Stangen. Piu. Ah, Wacken. Hält sich gut. Baltikum? Vielleicht? Oh, was war das denn hier? Das ist Kyrillisch. Nee, das ist doch nicht die Ukraine, Mann. Bulgarien? Okay, Serbien. Haben wir einen Rift im Himmel? Nee. Oh, okay, es war Serbien. Oh, aufregend. Okay, kehrt. Jetzt sind es wieder nur wir zwei. So oder so sollten wir Pluspunkte kriegen, hoffe ich. Das war aber spannend mit Backen. Aber ihr habt gesehen, wie fucking knapp das war. Ohne Witz. Ich habe wirklich bis zur letzten Millisekunde mir Zeit genommen. Wo ist hier? Nee, den wollte ich ja. What a tense final. Oh. Da ist die goldene Gans. Die zweite des Tages. Ach, schön, 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 schön. Keine 24 Stunden mehr bis zum Fall Guys Event. Nicht vergessen, Fall Guys ist auf Epic gratis und ihr dürft alle mitmachen, wenn ihr wollt. So, wo sind wir jetzt? Oha, guck mal. Drei Plätze haben wir damit gut gemacht. GG, Schilder in Indo, sehr ungewohnt. Ja, war einfach Feeling. Ich habe zum... Ich war mir lange auch nicht sicher, ob es vielleicht Thailand oder Kambodscha ist wegen diesem Tempel. Er hat mich dann am Ende so Malaysia, Indonesien. Oh. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg in die Top 40. Jetzt, oh, es geht direkt weiter. Sehr schön. Das Momentum nicht verlieren. Einfach weiter ballern. Let's go. Volle Lobby. Mongolei. Na, was passiert denn hier? Welche Bergbaugeschichten oder was? Na, da werden Sachen gefördert. Oh, scheiße, TXK ist da. Und Piegas und Palais. Okay. Haha, du Scheiße. Wir werden auf jeden Fall Punkte verlieren. So viel ist wahrscheinlich schon mal sicher. Ach du Scheiße, was für eine Lobby ist das? Ist das bulgarisches Winterfootage? Wahrscheinlich. Jo, ist ein EU-Nummernschild. Passt. Eieiei. Heute spielen nicht viele. Ja, so viel dazu. Jetzt sind sie alle da. Eieiei. Thailand? Nee. Das Auto. Oh, Bolivien. TXK, Piegas Wissens. Oh, Palais. Oh, Palais ist raus. Okay, das ist wichtig. Das ist wichtig. Damit ist unser zweitgrößter Konkurrent schon mal raus. TXK und Piegas. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen.
Partei? Na, kurz dachte ich, was? Sri Lanka? Aber nein. Sri Lanka. Wer ist raus? Ciliara ist raus. Ah, oh, wir waren sogar Erster in der Runde. Schön, 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 schön. Ja, Sri Lanka Bridge. Ich dachte so, what? Moment. Ja, ist das drei? Alter, was ist das für eine harte Lobby, Alter? Hier wird einfach richtig geballert. Pilger ist auch so, what the fuck? Oh, aufregend. Malaysia? Singapur? Singapur. Sonst Malaysia. Okay. Alter, man hat... Es ist noch so früh im Game und man... Oh, Pegas ist raus. Es hat einfach null Fehlertoleranz. Du musst in den ersten 15 Sekunden einloggen, sonst bist du raus. Schon so früh, was ist das für eine fucking Lobby? Irland. Das ist Gaelisch. Alter, so eine heftige Lobby hatte ich ja ewig nicht mehr. Holy shitballs, ey. Ha! Direkt durch die Runde. Kleiner Punker ist raus. Come on. TXK packe ich wahrscheinlich nicht. Aber Zweiter wäre schon cool. Zweiter wäre schon cool. Gib mir wenigstens den Kontinent, bitte. Aha, so. In Mexiko. Danke. Also in die Richtung sind offenbar nicht besonders viele Leute gegangen. Ey, wenn jetzt TXK rausfliegt, weil er in die falsche Richtung gegangen ist? Nee, das geht natürlich nicht. Gut, Roman oder Olle, einer von beiden wird jetzt sagen, adieu. Ah, guckt euch das an. Wer wird denn da Mexiko sagen? Das sieht astrein aus wie Südostasien hier. Hardcore-Lobby. Mir wieder viel Zeit gelassen. Ich hatte hier, das sah so tropisch aus. Ich dachte eine Zeit lang Puerto Rico. Fuck. Es ist... Oh nein, das Auto! Wie? Welche Farbe hat das Nummernschild von hinten? Zeig her! Gelb. Nicht Irland. Doch Irland. Was? Was? Isle of Man. Okay, da ist Chili Freak hier raus. Alter, viel zu knapp. Viel zu knapp. Oh, Alter, der Zeitdruck, ey. Der Druck ist zu viel. Der Druck ist zu hart. Ah, hier war ein Schriftzeichen. Taiwan oder Südkorea ist es? Taiwan. Nein, ich war zu langsam. Nein, nein, nein. Ich habe doch gewusst, dass es Taiwan ist. Zu langsam. Mann. Australien. Gucken wir zumindest, wie weit wir gekommen wären. Ja.
wir wären in die Top 3 gekommen. Ne, wir wären in die Top 2 gekommen oder in die Top 3, je nachdem. Oh, das hätten wir richtig gehabt. Philippinen, okay, hier wären wir vielleicht rausgeflogen. Vielleicht aber auch nicht. Ach man. Vierter, wir wären zumindest Dritter geworden. Ah, ich tut so weh. Aber wir haben Pluspunkte gemacht. Wir sind fast vor der nächsten Goldgeschichte hier. Und wir haben einen Platz gut gemacht. Aber es hätte so viel mehr sein können. Es hätte so viel mehr sein können. So, was habe ich im Chat verpasst? Ich hatte in der Lobby auf jeden Fall gar keine Zeit, in den Chat zu gucken. Wait, die Brücke kenne ich doch. Was? Die Sri Lanka-Brücke. Isle of Man-Flagge und fliegt da raus. Auch interessant. Da war sogar die Isle of Man-Flagge. Oder ein anderer Spieler. Wahrscheinlich ein anderer Spieler, ne? Kerl sagt, ich find's gut, dass du jetzt schneller klickst. Ja, weil ich dazu gezwungen war. Hallo Maya. Schön, dass du wieder da bist. Du hast dir vor 1 bis 2 Monaten noch mega viel Zeit gelassen immer und bist deswegen rausgeflogen, weil du ewig gewartet hast. Die 5 Sekunden Guesses ist doch... Wieso? Wieso sollte ich in 5 Sekunden guessen, wenn ich 15 Zeit habe? Ich versuche schon, die 15 Sekunden auszureizen, wenn ich es nicht genau weiß. Denn in so einer Lobby wie gerade, man hat es ja gesehen, wenn du mit dem ersten Guess nicht richtig bist, dann bist du einfach instant raus. Das war richtig hardcore. Ach, dann mit dem Pepe als Profilbild. War es Freaky Chili, oder wie der heißt? Mit dem Weihnachtspepe. Chili Freaky, eins von beiden. Ach, du warst in Thailand damals da an der Brücke? Alter, krass, Chahorla, erzähl mal, wie war's? Oh Maya, guck mal. Dann kannst du ihn jetzt pflegen. Gesund pflegen. Ach man, die Nummer hat schon wehgetan gerade. Philippinen hätte ich vielleicht mit ein bisschen mehr Motivation auch noch erkannt, weil es halt ein englisches Schild war. Oh, das war schon fies. Let's go. Russland. Ist wieder ziemlich genau dieselbe Lobby. Mal gucken, ob wir diesmal viel eher rausfliegen. Ach ja. Aber eine Schlange hat sich nicht blicken lassen. Ja, das ist natürlich bedrückend dann. Oh, Sea-Dog ist dieses Mal noch dabei. Und die Henne. Die Lobby ist also sogar schwerer als die davor. Na super. Dominica. Doch, oder? Gut. Ja, man sieht schon wieder, wie schnell die Lobbys hier durchticken. Für die hier, die halt noch nicht so einen krassen Skill haben, für die ist das jetzt natürlich richtig scheiße, in so eine Lobby zu kommen. Die sehen halt gar keine Schnitte. Also, wir haben TXK, wir haben mich, wir haben Jazz the Hells, wir haben Henne, wir haben Chili Freaky. Wir haben Sea-Dog und Palais. Das hier sind alles krasse Spieler. Das wird eine harte Nummer. Ja, die ganzen Schwitzer sind bei dir. So sieht's aus. Er kann 3 bis 5 Monate nicht spielen. Ey, so schlimm. Oha. Dann hoffe ich mal, dass es wenigstens schmerztechnisch schnell besser wird. Okay, Top 8 Instant. Let's go.
Oh, ich habe Angst. Estland. Jo. Okay. Ciao, Jelly McBeal. Und jetzt sind nur noch die krassen Leute da. Holy fucking shit, Mann. Wo ist hier die Angstkatze? Da, afraid. Oh, Mann. Wieder Baltikum. Lettland, Litauen. Oh, beides falsch. Okay, ist es Estland? Nee, okay, scheiße, es ist nicht Baltikum und ich habe zwei Guesses einfach in die Tonne getreten. Alter, gib mir eine Sprache, gib mir irgendwas. Rudi, hier. Ist das Polnisch? Kupiac, das klingt Polnisch. Ja, okay. Und mein Herz. Top 6. Oh. Rechtsverkehr? Bitte. Nein, ich will das Land finden. Es ist hier. Da. Danke. Oh. Hallo Finn, wir haben es schon gehört mit deinem Muskelfaserriss. Ich hoffe, das tut nicht zu sehr weh. Und lass dich auf jeden Fall von Maya gut versorgen da. Schön gesund pflegen, bis deine Eltern aus dem Urlaub zurück sind. Oh, zum Glück, eine easy Runde zum Abkühlen. Boah. Nächste Runde 14 Sekunden Zeit nur noch. Ja, warte, Morovic? Das klingt serbisch. Okay, Palais ist raus. Wir haben es wieder in die Top 4 geschafft. Selbe Situation wie eben. Diesmal nicht verkacken. Normark oder Griechenland? Ich habe einen Doppelguess gemacht. Ah, was ist denn das sonst? Finnland? Nee. Bitte keine Minuspunkte. Bitte keine Minuspunkte. Ach, Eswatini, ja. Na gut, wir haben Plus gemacht wieder. Schon wieder nur Vierter geworden. Ach, Leute. Es geht, ich habe Schmerzmittel bekommen. Ich sehe da. Soll ich lachen oder weinen? Ja, ich weiß auch nicht. Ah, komm. In diesen Lobbys ist Vierter werden doch nicht so verkehrt. In diesen Lobbys ist der vierte Platz doch schon mal einiges wert. Das erkennt zum Glück auch das Ranking-System. Und gib mir trotz vierten Platz Punkte. Aber es ist schon hart, ey. Oh.
Muss ich jetzt wirklich wieder in diese Lobbys gehen, um hier meine Top 40 zu erreichen? Es ist so hart. Es ist so hart. Und die Lobby ist schon wieder fast voll, ey. Das werden schon wieder dieselben Leute sein. Dieselben Leute. Oh Gott, Alter. Was für harte Monster-Lobbys einfach. Let's go. Gut, südkoreanische Flagge, da ist er. Henne ist da, Jelly McBeal, Jazz the Hess, Chili Freaky ist da. Piegas ist da. Ah, guck mal, TXK ist zumindest nicht mit drin. Und Palais auch nicht. Okay, okay. Könnte also ein bisschen entspannter sein. Aber am Ende ist man sowieso immer nur einen Osteuropa-Drop davon entfernt rauszufliegen. Zumindest ich. Venta de Corres. Guatemala. Sí, señor, Guatemala. Sí, 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 Guatemala. Sí, 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 sí. Oi, Palais ist gerade bei C-Dog am Gange. Kehrt auf. Sehr gut. C-Dog und Palais beschäftigen sich gegenseitig. Da haben wir ein bisschen Frieden. Wir haben immer noch Henne, Jazz, The Hess und Piegas am Hacken. Gute Chancen auf den vierten Platz. Aber ich würde gerne mal ein bisschen weiterkommen. Wow, richtig Hardcore-Low-Cam hier. Ist das so japanisch, wie es aussieht? Ja, ne? Ja, komm, das ist doch wohl Japan. Ja, ja, ja. Oh, Piegas, was ist da los? Hat Piegas etwa eine Japan-Schwäche? Tatsache! Guck mal, wer hätte das gedacht? Ah ja, Kyrillisch. EU-Nummernschilder. Bulgarien? Hm. Och. Gut, mit Piegas raus, das ist schon mal gut für uns. Henna und Jazz the Hells. Da müssen wir ein Auge drauf bewahren. Ah, das Auto ist einfach ein Chrysler, die ich immer so cool finde. Angst, Katze. Argentinien oder Uruguay? Das Ding ist, wir sehen das Auto nicht. Nee, das ist nicht hier. Hä? Moment mal. Das sieht doch aus wie das Bolivien-Auto. Das Land sieht aus wie... Tatsächlich. Guck mal, das Land sieht so sehr nach Argentinien aus, dass ich es zuerst genommen habe, obwohl ich wusste, dass es das Bolivien-Auto ist. Guck mal an. Aber ich bin nicht der Einzige, der es hier seltsam findet. Und nicht vergessen, das hier sind die Leute, die hier schon die ganze Zeit einfach instant durchballern. Ich wollte gerade sagen, wenn Jet the Hells jetzt rausfliegt, das wäre schön. Ah, komm, zumindest Henne raus. Komm, Jelly McBeal, do it. Kick die Henne. Weg damit. Komm, mach Chicken Nuggets. Ah, das ist ja auch nach Afrika gegangen, wurde so viel.
Aber hätte ich das Auto nicht gesehen, dann hätte ich auch nie gedacht, dass es Bolivien ist. Ah, Henne hat es doch noch geschafft. Autschi, autschi. Mongolei. Das Problem ist, wenn keiner rausfliegt, dann ist in der nächsten Runde eine Sekunde weniger Zeit, bis oben der Timer abläuft. Seljara ist, glaube ich, rausgeflogen. Einmal Winter-Footage und hier war am Anfang ein Schild, da waren super viele Sonderzeichen drauf. So apostrophmäßige Geschichten hier. Aber man erkennt es nur ganz schlecht. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für Slowakei und Tschechien. Und die haben auch beide so ein Winter-Footage wie in Bulgarien. Henne hat es auch gewusst. Eine orthodoxe Kirche. Komm. Ich will eigentlich, dass Jazz of the Hells einfach rausfliegt. Das wäre richtig schön. Wir haben es auf jeden Fall schon mal in die Top 5 geschafft hiernach, weil einer von denen wird rausfliegen. Da wird gechoked. Choke, choke. Ja moin! Ja moin! Hallo Lavakeller! Ah, Jace the Hells hat's noch geschafft, aber die anderen beiden nicht. Verdammt. Okay, Top 4. Selbe Situation wie die letzten beiden Runden. Aber diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Und wir kriegen hier jetzt Sonnenshit. Was das da? Interstate-Zeichen, oder? Das war ein Interstate-Zeichen. Okay, Top 3. Let's go. Henne ist raus. Chili Freaky packen wir vielleicht. Vielleicht kommen wir in die Top 2. Komm, Top 40 heute. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Das ist vietnamesisch. So, Chili Freaky, das kennst du nicht. Das kennst du nicht, Chili Freaky. Das kennst du nicht. Doch, er kennt's. Ja. Zu heftige Runden. Nur noch 13 Sekunden Zeit jetzt. Oh mein Gott. Niederlande. Nein, nein, England. Das Uck. Zwölf Sekunden Zeit nur noch in der nächsten Runde. Alle. Ui. Alle haben sie Angst. Nein, Kabatscha. Nach oben entschieden können, schnell genug. Okay, Finale gegen Jason Harris. Let's go. Norwegen. Norwegen. 11 Sekunden Zeit nur. Was zur Hölle, Mann? 11 Sekunden. Das ist so brutal. Schwitzige Hände.
Haha, 10 Sekunden. Oh Gott, oh Gott. Da bin ich nicht für geschaffen, da. Das ist zu aufregend für mich. Komm, safe USA. Das ist doch nicht Kanada, erzähl mir nichts. Ja, 9 Sekunden. Ha, hör doch auf. Hör doch auf, gib auf, los. 9 Sekunden. Was ist das hier? World Tennis Final. Ah, congrats. Um ehrlich zu sein, bin ich einfach froh, dass es vorbei ist. Um ehrlich zu sein, bin ich einfach froh, dass es vorbei ist. TXK will ich, dass ich in die Lobby gehe, um Minus zu machen. Weil er ist jetzt 0-3 Elo vor mir. Alter, voilà, dann bist du ja wieder nur noch Zweiter oder was? Wie viele Punkte habt ihr eigentlich da oben in den Top 5? 219. Ja, okay, der Sieg. Die Games dauern viel zu lange für das Plus, was man bekommt für einen Sieg. Denk doch mal an die Meter, die Bäume, die sind ohne Blätter, das ist doch Jamaika. Jetzt bekomme ich nicht mal mehr Ränge für Siege. Ja, Kurt, das. An dem Punkt kommt man irgendwann. War vorhin ein paar Runden auf 4 Sekunden zu zweit. Alter Schwede, gegen wen? Nein, immer noch nicht Top 40. Wir müssen nochmal. Wir müssen nochmal. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Und wenn ich einmal verliere, dann ist alles wieder weg. Dann sind wir wieder irgendwie auf 45 oder so. Okay, Moment. Wird jetzt wieder buggy oder was? Ich kann das nicht mehr. Nein, 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 das geht nicht. Wir spielen jetzt Geo-Bingo. Wir spielen jetzt Geo-Bingo. Ich kann da nicht nochmal rein. Ja, wir spielen jetzt Geo-Bingo. So, liebe Leute. 7 Minuten. Hier ist der Link. Let's go. Und ich hocke immer noch in Silber rum. Ja, Kurt, das schaffst du aber bald. Cousine, Hexe jetzt. So. Für alle, die nicht wissen, wie das Spiel geht, wir werden hier jetzt 5 Dinge suchen, auswählen und die müssen dann in Google Street View gefunden werden. Dadurch werden wir, wenn es losgeht, auf der Google Maps Oberfläche landen und hier werden wir dann dieses kleine orange Männchen irgendwo hinsetzen, wo wir glauben, dass wir diese 5 Dinge da finden. Wie zum Beispiel, was ist das, eine Burg oder eine Kirche? Keine Ahnung. So. Ja, jemand in einem Anzug, yo. Blaue Haare ist schwierig, ey. Na, ein Filmposter, jo. Gut, C-Doc ist schon in die Lobby gekommen. Mal gucken, ob wir gleich nur zu zweit sind hier. Obwohl doch, da.
Palm Tree, das können wir gut machen. Das findet man. Oh, das ist schon schwierig, aber okay. Und Kermit. Okay. Weiter, wenn ich Zweiter werde, mache ich immer mindestens 0,3 minus, egal gegen wen. Und wenn dann halt die komplette Lobby im Silberrang ist, wird das noch deutlich mehr. Minus 1 scheint mir aber heftig für den zweiten Platz. Das wird immer extremer, je weiter man nach oben kommt. Energy Drinks suche. Na, ich weiß ja nicht, ob man einen Energy Drink gut findet. Okay, C-Dog, wie es aussieht, haben wir hier ein Duell jetzt. Wir suchen jemand in einem Anzug, ein Filmposter, eine Palme, ein Zementmischer und ein Wasserturm. Oi, Chahuala ist auch noch mit reingekommen. Let's go. So, Palme und Filmposter, das finden wir doch safe beides hier. Let's go. Hier nach Venice Beach. Gib mir eine Palme. Da haben wir direkt einen Haufen. Palm Tree. Und Filmposter. Jetzt geht wieder das Gesuche los. Wo ist Hollywood? Irgendwo hier. Ah, North Hollywood. Ja. Hi. Hollywood ist immer so eine Sache. Entweder ich finde es instant oder ich muss ewig suchen. Ist es vielleicht eher hier? Oh, Leute. Ja, ist ja scheißegal. Ich brauche hier einfach nur irgendein Kino. Da werden ja schon Filmplakate vorhängen. So, hier zum Beispiel. Ihr seid ein Kino. Wo sind eure Filmplakate? Hä? Nee, da ist keine Abdeckung in der Straße. Oh. Oh nee, hier unten ist es. Ich war zu weit im Norden. Hier ist der Walk of Fame. So. Wo ist das Chinese Theater? Ist das da? Ist ja auch scheißegal. Aha, so. Ist das ein Film? Nee, das ist einfach ein richtiges Theater. Nein, ich wollte Movie Theater. Das ist ja auch Quatsch. Die Zeit tickt weg und ich habe hier immer erst nur eine Sache gefunden. Hier, Walk of Fame. Hier, das... Oh. Wie kann man so schlecht sein? Jetzt stellt sich das Bild hier nicht scharf. Also wir haben hier... Die Dolby Theater, keine Ahnung. Zeig mir hier doch mal ein Filmplakat, das kann doch nicht sein. Da, nee. Ich habe schon so oft hier das Chinese Theater gefunden. Immer wenn wir diesen Polizisten suchen zum Beispiel. Aber ich finde es jetzt einfach nicht. Ich höre aber auch nicht auf, bis ich es gefunden habe.
eigentlich wahr sein? Hä? Also. Ich kann einfach nicht akzeptieren, dass ich das nicht finde. Nee, das sind auch alles keine Filmposter. Hier ist es doch! Da ist es doch! So, hier so. Top Gun. So. Guck mal, das muss ein relativ neues Bild dann sein hier, ne? So. Alter, wir haben so viel Zeit verloren. Für zwei Sachen. Okay, jemand in einem Anzug. So, wo ist hier diese fette Kreuzung? Ach du Scheiße. Shinjuku? Ist das das mit der großen Kreuzung? Keine Ahnung. Ist die das hier vielleicht? Kein Schimmer. So. In Japan laufen doch immer alle mit Anzug rum, oder nicht? Tja. Anscheinend nicht. Okay. Ach, Planänderung. Ja, aber hier kann ich nichts lesen, da kann ich mich nicht gut orientieren. Wir gehen nach Manhattan. So, keine Ahnung, wo die Wall Street ist. Ich gehe einfach mal hier hin. So. Irgendwer im Anzug, bitte. Ah, nee, der hat einfach nur einen Sakko an. Das zählt noch nicht. Die schlechteste Geo-Bingo-Runde seit langem einfach. Sehr viele Polizisten. War sehr wenig Leute in Anzügen. Times Square vielleicht? Ja, und wo ist hier die New Yorker Börse? Wo ist das Bankenviertel? Alles nur voller Polizisten. Die halbe Stadt, Bevölkerung besteht nur aus Polizisten. Nee, 30 Sekunden. Okay, nochmal einfach random irgendwo hin. Hier unten. Oh, beim Empire State Building? Ah, das müsste man auch erstmal finden. Das ist hier. So, let's go. 10 Sekunden noch knapp. Anzug, Mann. Rote Haare. 5 Sekunden. Komm schon. Anzug, Mann. Nein. Oh, das war eine richtig schlechte Runde von mir. Richtig schlecht. So. Gut, Chawala trollt wieder. Das ist kein Filmplakat. Tut mir leid. Das war die Sri Lanka-Brücke. Hier, der Maverick Top Gun-Film. Das ist mein Filmposter. Cry Macho. Ha. Guck mal, kenne ich nicht mal. Sehr gut, C-Dog. Wo sind wir? In New York. Sehr schön, sehr schön. Das sind meine Palmen. Und damit war es auch schon alles, was ich gefunden habe. Oh, Chawalas Palmen. Schön auf Guam. Und C-Dogs Palmen. Und C-Dog hat einen Wasserturm. Und damit wird er diese Runde gewonnen haben. Jo, 3 Punkte er, 2 ich, 1 für Chawala. Dünne Runde, möchte ich sagen. Dünne Runde. Oi, blablub, hallo, wie geht's? Ein Rissen. Ein ganzer Haufen hier. Wir haben hier ein paar Cat-Emotes. Wir haben hier eine Chucker-Flame und sehr, sehr viel... wo gepettet wird. Geht gut. Rasenballsportstadien. Wegen Energy Drinks.
Ich fliege als erster raus wegen Linksverkehr Philippinen. Ah, so ein Rotz. Ja, Kehrt, das ist ein Gefühl, das kenne ich. Man grindet den ganzen Tag und am Ende verliert man einmal und dann war's das. Hier ist nochmal der Link, falls Blablub rein möchte. So. Wir suchen neue... Ah ne, der Anzugmann haben wir ja gar nicht gefunden, ne? Dann lassen wir den mal drin. Filmposter haben wir gefunden. Dafür kommt jetzt... Nein, Schahuala. Aus, du bist der Einzige, der weiß, wo die ist. Ja, von mir aus den Energy Drink. Warum nicht? So, die Palme müssen wir ersetzen. Ein Tunnel, ja. Da haben wir noch was Leichtes auf jeden Fall. Hier nehmen wir... Ja gut, machen wir jetzt eine leichtere Runde nach der letzten. Und hier wollen wir bitte was? Na, warum nicht? Ja. Achtung, die nächsten fünf Dinge. Immer noch jemand in einem Anzug, ein Energy Drink, ein Tunnel, ein Strand und... Ein Weltkulturerbe. Let's go. Ja gut, Strand, wie immer, unser Go-To-Strand. So, bitte sehr, Strand. Ein Tunnel. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Ja, in Hamburg gibt es auch einen Tunnel. Ist das hier ein Tunnel oder eine Brücke? Das ist ein Tunnel, oder? Jo. Tunnel. Ein Weltkulturerbe. So. Zip. Weltkulturerbe. Und jetzt wird's schwierig. Energy Drink. Ah, weiß ich nicht. Red Bull Salzburg, ne? Die haben doch sicher ein Stadion. Steht davor vielleicht eine große Red Bull-Dose oder sowas? Aber wo ist hier das Stadion? Ich bin da mal dran vorbeigefahren, auf jeden Fall. Aber Autobahn. Aber, na gut, das heißt ja, das müsste auf der Deutschland zugewandten Seite sein. Das Casino wird auf jeden Fall dick beworben hier. Tja. Deutsche Bahn? Nee. Ja, keine Ahnung. Ich suche lieber weiter nach einem Anzugtypen. Wir gehen wieder nach New York. Diesmal mit 5 Minuten Zeit. Also bitte, das reicht ja wohl. So. Empire State Building, Chrysler Building. Hier sind die ganzen fetten Dinger hier. Hier sind auch Museen. Dann sind hier doch sicher auch die Leute mit Geld oder was. So, die anzugtragenden Leute. Das ist hier irgendeine Museumsgeschichte. Aber wir dürfen uns hier nicht bewegen. So, hier ist bitte. Danke. Oh, da ist doch direkt einer. So. Nee, wo ist er hin? Nein, er ist weg. Da. Das ist ein Anzug. Und dann brauchen wir jetzt tatsächlich nur noch den Energy Drink.
Tja. Energy Drink. Ist Leipzig nicht auch von Red Bull, der Verein? Hier ist Dresden. Dann ist da auch irgendwo Leipzig da. So, Fußballstadion. Zeig her. Alfred Kunze Sportplatz, ja, das wird es wahrscheinlich nicht sein, ne? Also nur, dass ich das richtig verstehe. Ein Sportplatz wird hier angezeigt auf der Zoom-Stufe. Aber euer Stadion nicht? Ihr Eni-Service-Stadion? Nee. Das heißt doch bestimmt Red Bull-Stadion dann, oder was? Nee, Station auch nicht Stadion. Das sein. Sonst weiß ich auch nicht, wo ich jetzt einen Energy Drink finden soll. Supermarkt? Ach, wo gibt's denn Abdeckung in einem Supermarkt? Ein Energy Drink. Oh, Chat, habt ihr Ideen? Basketball-Sportstadien. Ja, gut, aber in irgendwelchen Stadien? Wie sieht's denn zum Beispiel mit dem Olympiastadion aus? Das finden wir doch. Hier soll ich jetzt irgendwie Energy Drinks finden, oder was? Guck mal, hier ist ja immer alles leer. Findet hier auch mal was statt? Da ist ja nie was los. Aha, so. Alter! Er trägt seinen eigenen Kopf im Arm. Scheiße, Mann. Was haben wir hier denn gefunden? Bitte jetzt eine Creepypasta erfinden darum. gruseliger Typ. Ja, und er hat seine Haare noch aus den 90ern behalten, auf jeden Fall. Oder aus den frühen 2000ern. Aber wo finden wir hier jetzt Energy Drinks? Ah ja, Spandau, mein Lieblingsdrink. Lecker, lecker. Hertha, Bad at Home. Ah, hier die ganze Seite nur von diesem komischen Sportwettenanbieter hier. 90 Tage Erfolgsgarantie. Was, die Null muss stehen? Girokonto? Nein! Nike? Nein, 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 nein. Energy Drinks. Hier vielleicht irgendwas, ne? Und da ist die Zeit rum. Eieiei. So, dann zeige ich mal her. Hier ist mein Typ im Anzug. Oh, C-Dog hat einen Typ im Anzug. Das ist mein Tunnel. Das ist C-Dogs Tunnel. So, Chahuala hat auch einen Tunnel gefunden. Auf Gibraltar. Mein Strand. Sea-Dogs Strand. Oh, ein sehr schöner Strand auf jeden Fall. Richtig traumhaft. Und auch Chahuala hat einen echt schönen Strand gefunden. Oh, dann datscht man hier hoch. Ah, oh, schön, schön. Nein, ich glaube, das Gefängnis von Guam ist kein Weltkulturerbe, Chahuala. Ich fürchte nicht.
aber das Kolosseum ist sicherlich eins. Und Seedog hat die Pyramiden genommen. Auch sehr gut, sehr gut. Da würde ich auch gerne nochmal hin irgendwann. So, Chahuala 2. Und Seedog und ich jeweils 4. So, das war doch was. Und wir schaffen es diesmal sogar relativ pünktlich aufzuhören. Schön. Wenn das Kolosseum eins ist, dann der Knast von Guam auch. Na, weiß ich nicht. Ich sehe da noch so einen kleinen Unterschied, ehrlich gesagt. Aber wir sind damit, liebe Leute, am Ende des Geoteils für diesen Abend. Und ich bedanke mich schon mal für alle, die da waren. Vor allem bedanke ich mich bei Kert für den Prime-Sub. Vielen Dank. Viel Spaß mit den Emotes. Und hier geht's jetzt gleich weiter mit Project Zomboid. Guck mal, dafür ändern wir auch mal den Hintergrund. Das machen wir sowieso viel zu selten eigentlich. Alles klar, Chahuala. Bis morgen. Morgen gibt's eine Stunde lang Geotastic und danach Vollgeist mit ApeFox und Edu und vielen anderen. Guck mal, das passt doch perfekt hier. Na nö, aber wo ist es? Hallo? Transformieren. Ach so, der ist aus, warte mal. Hä? Moment mal. Ach, da ist es. So. Und der Greenscreen kommt sogar ziemlich gut damit klar. So, ist das ein passender Hintergrund für Zomboid oder ist das ein passender Hintergrund für Zomboid? Also bitte. Guck mal, ich habe hier so eine... Ja, so eine Macke irgendwie aufgekratzt. Oh. Wir brauchen einen neuen Titel. Bitte nicht sterben. Das ist zumindest das Gefühl, mit dem ich heute in Zomboid gehe. Denn wir haben einen Charakter, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und den will ich auf jeden Fall durchbringen. So, hier fertig. Zack, hier noch. Project Zomboid. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen kurzatmig heute. Wahrscheinlich nicht genug getrunken. Ich guck mal, ob ich euch jetzt ein bisschen Werbung geben kann, während ich was zu trinken hole und auf die Toilette gehe. Und wenn ich wieder da bin, dann geht's los. Bis gleich. Ah, oh, du dummer Idiot. Dreh dich doch erst ein bisschen weiter. Jetzt bist du letzter geworden.